Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomomitopia. Tomomitopia. Dachi Live Mitopia. Hier ist schon Mitopia. Und da gibt's jetzt ein Smoking-Outfit. Wer trägt denn Smokings von meinen Herren und Damen? Also ich glaube nicht, dass es eine Dame braucht, aber generell sind sowieso viel zu wenig Damen dabei. Nein! Nee, Mist. Das hätte doch da drin halten können. Es war nah dran. Diese blöden MP-Bonbons braucht doch kein Mensch. Los jetzt, Ticket. Lande auf dem weißen, gelben Feld. Oh, das sieht... Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Nee. Doch! Cool. So, wer kriegt denn das heute? Smoking. Oh, für Basti. Hör mal, Junge, dann machen wir aber deine schwarz. Jetzt sieht er gut aus und hat direkt 10 mehr Abwehrpunkte. Cool. Also das sieht echt cool aus. Sieht endlich mal nach was Vernünftigem aus. Basti hat ja sonst nur Schrott gehabt die ganze Zeit. So, was möchte denn was zum Neues haben? Eine neue Fächer für Dena kostet 3.300. Für Miri ein neuer Stab 4.100, viel zu teuer. Oder 2.500 neues Mikro für Basti. Ja, das ist ja wohl ganz eindeutig. Der Zuschlag geht an Basti. Hier hast du dein neues Mikrofon und es glitzert. Das ist ein Glitzermikro. Schick. Schick, Basti. Wir sind sehr stolz auf dich. Das ganze Team steht voll hinter dir. So, mehr können wir leider nicht kaufen. Aber wir haben mal wieder ein Festmahl. Hier, bitteschön. Oh, Balui probiert was Neues. Ja, das war so gar nicht seins, würde ich sagen. Balui hat den Schneemann-Trank nicht vertragen. Ich meine, ich würde auch ungern die Ausscheidungen eines Schneemanns trinken. Sagen wir einfach so, wie es ist. So, Basti, dankeschön. Du bist Level 16. Dafür muss ich jetzt wieder wen anders mitnehmen. Genau wie Zander, Level 16. Dafür nehme ich Katze und Sinus mit. Gut. Guck mal, wie viele Bananen und Bonbons wir auf Lager haben. 60 Bananen. Hat das Spiel auch irgendwie nicht mitgedacht, dass man irgendwie nicht so viele braucht? Ach ja. So, wir müssen aber in einen Ort der eisigen Weite mit der netten Dame. Vorwärts Marsch. Ach, ich könnte mir stundenlang zuhören. Ja, ich dir nicht. Lieber nicht so. Was ist denn jetzt los? Da ist er ja, der Schneemann des Schreckens. Das ist kein Schneemann. Auf ihn mit Gebrüll. Das ist doch kein Schneemann. Okay, Bossfight. Das habe ich irgendwie nicht beachtet. Das Team ist jetzt... Naja gut, Items kann Schaden machen, Zidus kann boosten. Balui kann Schaden machen, Miri kann heilen. Das irgendwie wird das schon klappen. Wir haben zwei Heiler dabei, also das sollte easy sein. Na gut, wenn Balui erstmal wieder ausrastet und wieder sauer ist. Ich bin Balui. Okay, Riesenwaffe für nein, jetzt mach nicht so ein Riesenmonstersack daraus hier, so ein Eiersack. Vor allem, wenn es nicht viel mehr Schaden macht. Katze, jetzt könntest du dich vorbereiten, deine Krallen wetzen und so. Wisst ihr, ihr benutzt ja gerade... Wow. Alter. Miri fast tot mit einem Schlag. Wo sind wir denn hier? Das lasse ich nicht zu. Miri, geht's dir gut? Alles gut, Miri? Ich glaub an dich. Ich stehe voll hinter dir. Wenn der zuschlägt, stehe ich hinter dir. Alles gut. Mit Katzhilfe. Mega Feuer plus 1. Ah, das war nix. Katze? Miri. Ihr könnt alle mal ein bisschen mehr Schaden machen. Zinus? Du hast doch dieses Single-Target-Damage. Genau das da. Impuls. Macht ganz gut Schaden. Ist noch nicht das Beste. Miri, da kommt der Angriff. Geh weg. Ach, Miri geht nicht weg. Und es gibt einen... Miri ist in Eis verwandelt. Was? Miri ist eine fabulous Eisstatue. Warum? Ich sollte sie vielleicht mal in echt in Eis verwandeln. Ah. Okay, ich glaube, Miri muss in die Ruhezone, so wie sie aussieht. Geh mal chillen. Ah, chillen. Habt ihr verstanden? Chillen, eiskalt, chillen. Ha. Ah. Okay, tut mir leid für die schlechten Witze. Ah, Zinus, was hast du vor? Ich bin gespannt. Ah, nochmal ein Impuls. Na endlich macht das Katze. Miri ruht sich aus und ist geschmolzen. Ja gut, Miri, du darfst wieder nach vorne kommen. Ich erlaube es dir.
Und sei jetzt lieb und schmilz nicht schon wieder. Weiter geht's. Und der Superschlag geht. Ach du Scheiße, Mann. Oh, schnell mal mit Sinus wieder heilen. Los geht's jetzt hier. Warte mal, süßes Nein. Wir machen noch mal ein Megafeuer. Der Yeti ist ja, also er ist noch nicht tot, aber ein paar Runden, dann ist es vorbei. So, jetzt Katze hat sich genug geschärft. Ich hoffe, der Boost für deine Krallen hält länger. Oh, und dann noch geboostet von Sinus. Jetzt tut's richtig weh. Hohoho, das war cool, 145. Ach, guck mal, Sinus boostet gerade alle Waffen. Das ist schon ziemlich cool. Nur meine nicht, aber ich benutze ja auch nur Zauber. Und dann, so. Wir haben es aber weit geschafft. Ich denke nicht, dass der noch lange leben kann. Ich habe ein bisschen Angst, dass Sinus hier meinen ganzen Mana-Baum frisst, wenn ich nicht aufpasse. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll ihr das seht. Muss man, sollte man möglichst die Bananen und Bonbons fressen lassen oder nicht so, weil das Fieder würde ja schon sehr viel Schaden machen, dass vielleicht irgendwer stirbt. Und diese Bonbons heilen halt nicht besonders viel. So, Katze, mit meiner Hilfe sollte das wohl was werden. Und da ist er tot. Dieser komische Mega-Schneemann oder was das sein soll. So ein Glück. Und da ist der Gorilla-Shake. Den haben wir schon mal gesehen bei irgendeinem Boss. Ah, das war knapp. Der arme Schneemann des Schreckens. Den muss der dunkle Fürst erschaffen haben. Der dunklere Fürst ungespielt ist echt herzlos. Wie dem auch sei, ich darf deine Belohnung nicht vergessen. Bitte sehr. Yay, Essen. Hier trennen sich dann unsere Wege. Leb wohl. Tschüss. Gut, damit haben wir zwei Quests fertig. Bedeutet das jetzt, wir gehen zur Stadt und suchen einer neuen Quest? Oder ich verstehe es nicht. Renne ich einfach die Routen entlang. Oh, jetzt kommt der wieder. Hallo, hallo Darkrai. Das ist ein schönes Bild. Auch wenn ich dafür zahlen muss, schon okay. Von irgendwas muss der ja auch leben. Jetzt geht's wieder ab. Die sind gerade relativ frisch, genau, sind nur Bekannte. Ja, bei Baloo und Basti kommt irgendwie keine neue Mucke. Wir sind echte Freunde und haben Warnen 2 gelernt. Lass einen Freund noch wahrscheinlicher nach einer Warnung ausweichen. Cool. Bekannte. Das ist irgendwie gar nichts, was die beiden da haben. Aber wir lassen Basti und Baloo zusammen, bis es nicht mehr weitergeht, würde ich sagen. Habt ihr alle gefordert in den Kommentaren, also machen wir das auch. Hier eine Plasmaflasche. Komm, wir probieren es einmal. Chance geht gleich gegen 0, aber egal. Und sie bleibt auch bei 0, das ist ja schön. Dankeschön, Spiel. Kriege ich noch ein paar mehr Mana-Bombers. Immer cool. Kann man nicht genug von haben. Weil das ist so wie so ein alter Opa, der immer diese Bonbons in der Tasche hat. Ich möchte noch einen Mana-Bonbon zu lutschen haben. Aber der ist schon uralt. Mach doch nix. Guck mal, da sind noch Flusen von vor 3 Jahren dran. Oh, irgendwie waren alle ziemlich coole Sachen und für keinen habe ich Geld. Dann müssen wir halt einfach weiterreisen und hoffen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So, Level 15, 15, 15 sind noch alle Level 15. Perfekt. Und dann wären auch alle Level 16. Das heißt, das Team bleibt erstmal so, bevor wir es dann wieder auseinanderreißen, wenn die nächsten Level 17 erreichen. Aber, oh. Das heißt, okay, ich bin fertig da. Dann gehen wir wieder weit gereist und nicht was zum Geier. Guten Tag, guten Tag. Hallo, ich bin Baloo. Hallo, hallo. Hallo? Dieser Hamburger war ein schrecklicher Monster, aber irgendwie sah er auch lecker aus. Ja, bitteschön. Und was möchtest du? Miitopia, die Welt des Friedens. Hoffentlich können wir dich irgendwann so nennen. Ich bin sicher, der Tag wird kommen. Gerne. So, Herr Leicht. Oder was ist das hier? Ja, dann gehen wir erstmal hier zu dem Erforscher. Guten Tag. Grübelforscher Creeper. Also gut. Das könnte meine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Creeper, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Das werden meine begeisterten Fans sagen. Aber bei aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Huch, wie lange stehst du denn schon hier? Ich bin es, Creeper, Grübler und Forscher. Ich habe eine tolle Info für dich. Im Elfenreich gibt es einen See voller Lotus. In dem See treiben sich auch Unmengen seltener Monster rum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würde es dir gefallen, diesem Lotussee einen Besuch abzustatten? Okay, gerne. Dann gehen wir wieder ins Reich der Elfen. Wunderbar, ich markiere den Bereich auf deiner Karte.
Ich werde mich selbst nicht an dieser Aktion beteiligen. Warum nicht? Ich hätte sowieso keine Chance gegen die Monster. Oh, so ein Lutscher, Mann. Ich hätte gerne den Creeper an meiner Seite. Zur Not hätte ich den einfach in die Luft gejagt. Meine letzte als Notfallplan zum Entkommen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier eine neue Region gibt. Oder wo dieser blöde Teig sein soll. Weil wir haben ja auch hier noch längst nicht alle Gebiete erkundet, wie ihr seht. Aber es ist wirklich eine neue Route. Wahrhaftig. Na, dann gucken wir uns doch mal an, was es hier so gibt. Och nee. Och nee. Das ist ja eine ganze Region. Du ahnst es nicht. Na, dann machen wir das mal. Ich bin gespannt, welches Level, aber die waren ja für Level 12. Vorwärts, Marsch. Wie sich Sinus wohl fühlt. Jetzt gucken wir mal, welches Level diese Monster haben. Wow. Na gut. Hier, was haltet ihr von? Da reicht bestimmt sogar ein normaler Blitz. Aber egal, wir versuchen erstmal einen Megablitz. Ja, Sinus, du verfälschst das Ergebnis, wenn du mir jetzt hilfst. Wollte nämlich gucken, ob ich die auch so alleine hinkriege. War auf jeden Fall nicht so das Problem, würde ich sagen. Schon wobei, ja, vielen. Oh shit, gibt da. Oh nein, das gibt wenig Geld und wenig XP. Aber es gibt halt neue Missionen und vielleicht auch neue Ausrüstung. Miri, was los? Ich muss da mal was loswerden. Es geht um Sinus. Manchmal zieht er seine Klamotten verkehrt herum heran. Ist das gerade Mode? Ich finde das voll daneben. Petze. Miri ist eine Petze. Petze. Ist noch so ein einzelnes Monster. Hallo. Nett sein. Wollte ich nur hauen. Guck mal. Hör doch mal auf anzugeben. Ich will wissen, wie, ob du es alleine schaffst, Baloui. Dullum. Easy. Gewonnen. Ja, mit 22 XP und 30 Gold, ne? Da kriegen wir nie die Sachen zusammen, um irgendwem eine neue Ausrüstung zu kaufen. Aber vielleicht sei ja was Cooles drin. 900 Gold. Ja. Das ist mehr als jeder Bossfight hier gibt. Jeder Mobfight. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Routen bestimmt alle dreimal gehen. Aber egal. Ich werde das Spiel irgendwann zu 100%. Oh, schon wieder ein Notfall. Alarm, Alarm! Dena hat sich eine Erkältung eingefangen. Puh. Immer ist irgendwer krank. Was ist denn los bei euch? Erdi und Sinus. Zander, Entschuldigung, können sich loben. Schön. Lassen wir Erdi ausruhen. Irgendwie werden die aber echt oft krank. Zander, möchtest du eine neue Ausrüstung? Nein, haben wir kein Geld für. Was frage ich überhaupt? Ohne Moos nichts los. Einmal starten. Können sie ja immer einmal probieren, ob wir es kriegen, aber ein schwarzes Katana. Die Chance sieht mir irgendwie nicht so hoch aus. Ne, das war es auch mit der Chance. Ja, gib mir Bananen bis zum Umwinken. Komm. Beschwer mich gar nicht. Habe ich ein Bananenlager. Aber weh, die werden braun und matschig, dann esse ich die nicht mehr. Dann könnt ihr die verschenken oder so. So, weiter auf Reisen. Das, ach so, ja. Dann gehen wir jetzt hier das Monster besiegen. Das sind die, die richtig viel Gold bei sich tragen, aber nicht ganz leicht zu besiegen sind. Juh, ich würde sagen, oh, die dürfen anfangen. Ah, na gut, die machen auch nicht mehr wirklich Schaden. Früher war das halt schon etwas deutlich Schwereres. Aber jetzt könnte Baloui die sogar one-hitten. Okay, cool. Selbst Katze one-hit. Die habe ich damals so wenig Schaden gemacht. Krass. Sauber abgeräumt und es gab 1000 Gold. Ja, nice. Ist zwar alles nicht mehr ganz so viel wert wie früher, aber immer noch eine ganz beachtliche Menge wert. Was ist das hier für ein Turm? Ist ja noch lauter Mobs da, die irgendwie Boost geben. Cool. Es gibt eigentlich richtig dick XP, wenn wir diese Silbernen da besiegen. Und wieder eine Route, die sich aufspaltet. Das ist nicht fair. Was ist denn ein Nassploing? Gucken wir mal eben. Wie der so auf eine Explosion reagiert. Das interessiert ihn nicht. Oh, oh, Baloui, Vorsicht. What? Oh, wow. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass es hier einen Mob gibt, der 60 Schaden macht auf einmal. Das war doch gerade alles so leicht. Das Ding wäre übel. Nicht übel, oder was? Ja, so gut, Marcinus.
Und kein Level-Up für Miri. Warum denn nicht? Aber Bonus-XP, da würde ich sagen, die kriegt Katze heute. Yay. Auf zum Gasthaus. Na, ob wir da so einfach durchkommen? Oh, shit. Das ist nochmal so ein Ding. Magie, Explosion. Der Nassbeugen, der lebt mir ein bisschen zu lang. Das ist auch nur mit dezent knapp. Katze, 20 HP durch eine Banane retten dich nicht. Nur so als Info, Wandinformation. Aber irgendwie macht unser Team auch nicht. Oh, jetzt Miri macht wieder. Hokus Pokus. Was? Wie Miri hat verfehlt. Oh nein, tschüss Miri. Nein, Katze ist nett und beschützt dich süß. Vielen lieben Dank. Ja, Katze ist dafür nur halb tot, Miri. Ist schon okay. Ich würde es auch. Alles fair. Und tschüss. Ja, Balu rettet wieder alle. Ich hätte als Spruch nehmen sollen, hallo nett sein. Wuhu. Oh, Miri hat Level Up. Damit ist die Level Nummer 16. Und es gibt nochmal Bonus-XP für Katze. Wie gesagt, ich gebe das immer demjenigen, der am meisten hinterherhängt. Oh, not a trap. It's a trap. Heute habe ich aber echt Pech. Oh, nochmal. Oh nein. Okay. Wir setzen erstmal den Streuer ein, sonst ist Katze nämlich gleich instant tot. Gut. Dann wollen wir doch mal gucken hier. Eine Explosion sollte ja den meisten Leuten schon mal das Ganze ein bisschen aufräumen, das Spielfeld. Tschüss. Wahrscheinlich greift jetzt eh der Nassbeugen an. Und Katze fängt immer allen Schaden ab. Voll nett von Katze, aber ich glaube, alle anderen wären halt immer instant tot. Nein, Katze. Oh. Keiner hat dir erlaubt, eine Banane zu essen. Und jetzt macht das Ding weg. Baloo macht das daneben. Nein, nicht Explosion, das reicht doch nicht. Okay, wenn er geboostet wird von zwei, vielleicht doch. Ich wollte ja eigentlich einen Single-Target-Angriff machen, aber es wird besiegt, ist besiegt. Und zwar sauber abgeräumt. Weil es die ganze Zeit Bonus-XP gibt in dieser Route. Witzig. Aber nicht viel Geld. Pass auf, dass du nicht stolperst. Ja, dann landest du hier im Wasser. Wir laufen hier gerade auf Seerosenblätter. Du hast 30 HP-Bananen gefuttert. Oh, was kommt jetzt? HP-Banane effektiver. Ja, super. Toll. Glückwunsch. Mit 30 HP. Warum ist denn Dena immer noch krank? Dena, was ist da los? Ja, gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich komme morgen wieder. Da gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Und wenn ihr noch mehr Miitopia sehen wollt, guckt doch mal bei Miri vorbei. Die macht das auch immer noch fleißig. Bis dahin, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss.